immer der verfluchte Esel. Ich mag, kannst du den Jörn verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag wurden sie denen in den Ohren. Als ob man nicht schon genug von dem Mörder zu hören kriegte. Macht er doch. Solange man sie singen hört, dann weiß man wenigstens, dass er noch da ist. Naja, hast du wieder recht. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Else Beckmann. Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Naja. Oh, ein Blick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke. Ja? Haben Sie Elsäche nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke.
geschickt. Weißt du, ich habe mich erinnert? Hallo. Exterminiert! Wer ist der Mörder? Wer ist der Mörder? Furchtbar. Hätte doch keine Kinder lesen. Wo lebt der Vater? Vorlesen. Der Unbekannte. Das ist doch nicht. Ruhe! Stopp! Das ist doch nicht. Der Schreckmunder Stadt hat ein neues Opfer gefordert. Lauter doch, Frau, man versteht denn nicht. Aus bestimmten Anzeichen geht hervor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits 8 Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklichst darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder vor der Gefahr, in der sie ständig schweben, zu warnen. Umso mehr, als es sich um eine Gefahr handelt, die sich ihnen wahrscheinlich in freundlichster Form nähert. Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann Verlockung genug sein, um einem Kinde zum Verhängnis zu werden. Lies doch mal weiter. Die begreifliche Nervosität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei des Mörders habhaft zu werden, bisher leider völlig erfolglos geblieben sind. Aber die Polizei steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, einen Täter zu fassen, der bisher auch nicht die geringste Spur hinterlassen hat. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein. Jawohl. Sehr richtig. Was kriegst du mich denn dabei so an? No, wirst du schon wissen. Was soll ich wissen? Na, denk mal nach. Wird dir schon einfallen. Was willst du damit sagen? Dass ich dir auch schon mal gesehen habe, wie du hinter der Kleinen aus dem 4. Stock der Treppe aufgegangen bist. Du bist mal verrückt, du Schweinskerl! Wer ist ein Schweinskerl? Ich? Oder er, der Herr, die kleinen Mädchen zuerst? Saukerl, du! Du Hirn, du! Du Mörder! Wir sprechen uns vor Gericht, du! Wir sprechen uns vor Gericht, du! Aber er hat doch nicht so... Du Verleumder, du! Du gemeiner Erbschneider! So eine Verleumder! So eine Erbschneider! So was lässt sich der Polizei ein! Hausdurchsuchung! Schande, so ein anonymen Wischel ihn gleich Hausdurchsuchung. Herr Eger, nur beruhigen Sie sich doch endlich. Wir tun ja schließlich auch nur unsere Pflicht. Wenn man schon selber keine ruhige Minute mehr hat. Lauter Angst um die Kinder. Na sehen Sie. Gerade darum muss die Polizei doch hier noch so kleine Spur verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Seht denn das Sie an, wo das Kind wohnt? Wie? Bitte? Was wollen Sie denn von die Kleine? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss doch gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los! Das ist ja eine Unverschämtheit. Was ist los hier? Eine Unverschämtheit. Was will denn der Brüller? Habt ihr mal nicht so. Erst Kinder ans Matschen. Hau noch jetzt eine Schnauze, was hat er gesagt. Dann auch noch Kissen hören. Aber bitte lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Was? Hat wohl die Kleine was retten wollen, was? Ja, und dann umbringen wir die anderen, was? Was ist denn der Mörder? Ich bin Mörder. Halt mich fest. Ruf doch die Polizei. Natürlich wieder kein Schuppe hier. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister. Platz machen, meine Herrschaften. Den Eingang frei machen. Mit 10 Tassen, die festnehmen. Das können wir, weiter können wir nicht. Fangt doch lieber den Kindermörder. Was? Der Kindermörder? Kindermörder? Weitergehen. Nicht nehmen. Weitergehen. Was ist von mir?
Das ist ein Skandal, sondergleich. Was glauben Sie, Herr Polizeipräsident, was eine solche Notiz für einen Eindruck auf die Öffentlichkeit machen wird? So etwas ist einfach unverantwortlich. Herr Minister, wir können dem Mörder nicht verbieten, Briefe zu schreiben, an wen er will. Wahrscheinlich empfindet der schwer pathologische Mann eine große Genugtuung dabei, seine Taten in den Zeitungen geschildert zu sehen. Wir haben uns sofort mit der Redaktion in Verbindung gesetzt und uns das Original des Briefes aushändigen lassen. Es wird bereits vom Erkennungsdienst bearbeitet. Selbstverständlich ist es beinahe ausgeschlossen, auf einem Blatt Papier, das durch so viele Hände gegangen ist, noch irgendeinen brauchbaren Fingerabdruck festzustellen. Trotzdem wird auch hier nichts unversucht gelassen, um durch eingehendste Vergleiche mit unseren Karteien vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt. Anschließend geht der Brief direkt zur graphologischen Begutachtung. Der oben erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in dem Worte bald, dritte Zeile von unten, Klammer zu, haben Sie? Ja. Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen. Punkt. Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz, ja der Trägheit wählen kann. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Ja, ja, ja. Ja, Herr Präsident, gewiss. Ich bezweifle durchaus nicht, dass Sie Ihre Pflicht tun. Ihre Beamten auch, gewiss. Aber das Resultat, bitte. Das Resultat. Herr Minister, meine Leute haben in der Woche keine 12 Stunden Schlaf mehr. Die Mannschaften vom Überfallkommando kommen nie mehr richtig zur Ruhe. Und wenn sie den Dienst antreten, sind sie beinahe noch müder, als wenn sie abgelöst werden. Denn dieser Dienst ist ja nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80, ja 90% aus Misserfolgen besteht. Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft. Sie stehen ununterbrochen auf dem Sprung, jede, aber auch die geringste Spur aufzunehmen, denn möglicherweise kann ja gerade sie zum Ziele führen. Bedenken, Herr Minister, allein die Arbeit am Tatort. Da wird zum Beispiel hinter einem Zaun in einem Gebüsch eine kleine, weiße, zerknüllte Papiertüte gefunden. Anscheinend war sie früher mit billigem Konfekt gefüllt. In der äußersten Ecke finden sich noch winzige Splitterchen von Fruchtbonbons und einige Körnchen vom bunten Streuzucker. Wir haben in einem Umkreis von 2 Kilometern in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft nach dem Ursprung dieser Tüte geforscht. Umsonst. Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Aber natürlich kann sich niemand nach so langer Zeit an irgendetwas erinnern, das eine verfolgbare Spur ergeben könnte. Trotz aller dieser negativen Resultate sind wir gezwungen, weiter zu forschen, weiter zu eruieren, immer ins Ungewisse hinein, zunächst ohne Aussicht auf einen wirklichen Erfolg, der uns dem Ziele auch nur um einen Schritt näher bringen könnte. Unsere Leute setzen... Was nützt mir das alles? Herr Polizeipräsident, dass Sie nicht faulenzen, das weiß ich. Aber damit schaffen wir die Tatsache nicht aus der Welt, dass ein unbekannter Mörder 4,5 Millionen Menschen terrorisiert und dass die Polizei versagt. Herr Minister, scheinen doch nicht die rechte Vorstellung von den ungeheuren Schwierigkeiten zu haben, mit denen die Kriminalpolizei zu kämpfen hat. Ist Ihnen bekannt, dass zum Beispiel über den Heimweg, den das vermisste Kind genommen haben soll, allein 15 gänzlich verschiedene Zeugenaussagen bestehen? Ich werde Ihnen ein x-beliebiges Beispiel herausgreifen. Bitte, Zeugenvernehmung Nummer 1478, Mordsache Beckmann. Sie haben keine Ahnung.
Mehr wie Sie, Herr. Aber meine Herren, Sie müssen doch wenigstens wissen, welche Farbe die Mütze von dem kleinen Mädchen hatte, das Sie heute Mittag mit dem Unbekannten gesehen haben wollen. Natürlich, Herr Kommissar. Die Mütze war rot. Herr Kommissar, die Mütze war grün. Die Mütze war rot. Die Mütze war grün. Rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün. Also rot, Schluss, grün. Schluss, Schluss. Hat ja keinen Zweck. Ich danke Ihnen, meine Herren. Bitte. Der Nächste, bitte. Ja. Wenn Sie sich mit einem Fadenblinden einlassen, Herr Kommissar, da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie Pleite machen. Die Polizei hat auf der Suche nach dem unbekannten Mörder bisher mehr als 1500 detaillierte Spuren verfolgt. Das gesammelte Aktenmaterial füllt 60 dicke Bände. Wir haben sämtliche Leute eingesetzt, um das Gelände rings um die Stadt planmäßig abzustreifen. Jedes Gestrüpp wird durchsucht, jedes Dickicht durchstöbert, jede Schonung abgetastet. Denn hinter jedem Busch, in jeder Kuhle kann ein Gegenstand verborgen sein, der uns endlich Material zur Aufnahme der richtigen Spur liefert. Wir haben Polizeihunde aufgeboten. Die besten Spürer sind auf die schwachen Pferden angesetzt worden. Aber sie haben die Spuren verloren und trotz aller Anstrengungen nicht wiedergefunden. Seit Tauchen des Mörders hat die Polizei Nacht für Nacht die obdachlosen Asyle kontrolliert und die Insassen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Selbstverständlich erhöht dieses Verfahren weder die Beliebtheit der Polizei, noch mindert es die Nervosität der Bevölkerung. Die Überwachung der Bahnhöfe wird ununterbrochen aufrechterhalten. Trotzdem haben die Nachforschungen bis jetzt nicht das geringste Resultat gezeigt, ebenso wenig wie die allnächtlichen Razzien in den Verbrecherviertel.